Pass auf, eigentlich müsste die Rechnung überwiesen sein. Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen. Lass mich mal bitte kurz im Ordner schauen. Die Rechnung, weißt du noch, von welchem Datum die war? Ne? Nee, pass auf. Lass mich dich später nochmal anrufen. Lass mich dich später nochmal anrufen und dann klären wir das, okay? Nee, pass auf, ich habe noch eine E-Mail und so, die ich bearbeiten muss. Und es geht gerade einfach nicht, okay? Alles klar, wir hören uns später, ja? Ciao. Ach ja, weißt du was, jetzt gehen wir auf, da haben wir mehr Platz, da können wir schön nicht stricken, weil ich bleib die ganze Zeit irgendwo hängen. Ja, dann nehmen wir einfach Kleber mit und lassen uns knacken. Das klingt noch am Plan. Okay, machen wir da gleich mal was hin. Ich glaube, wir müssen dann um die Kurve auch nochmal rumgehen. Ich bin gerade am Vorbereiten. So, Freunde der Sonne. Jetzt ist schon schlafen, ne? Ins Bett gehen. Du musst ein bisschen lauter reden. Jetzt ist schon schlafen und dann ins Bett gehen. Ich hoffe, der kleine Film hat euch gefallen. Das war jetzt. Also ursprünglich hatte ich ja ein bisschen mehr geplant, dass ein bisschen mehr passiert, aber ich habe dann doch recht schnell gemerkt, es umzusetzen ist doch gar nicht so leicht. Also teilweise haben wir auch, den Film, den ihr jetzt gerade davor gesehen habt, also das Making of wird in der Videobeschreibung verlinkt sein, da sieht man, dass es dann doch ab und zu mal kurze Probleme gab. Minimal. Genau, ansonsten, deine Meinung zum Kalsch. Also wir müssen ja erstmal sagen, klar, wir haben das, es war ein Werbevideo, oder ist ein Werbevideo. Product Placement, ne? PP hier, huhu. Und wir haben das geschickt bekommen und wir haben uns das angeschaut. Und ich finde es eine wahnsinnig geile Sache. Ja. Also finde ich verdammt geil umgesetzt. Also es macht wirklich Spaß. Das muss man schon sagen, vor allem, weil man halt nicht an eine Bahn gebunden ist. Carrera-Bahn zum Beispiel ist mal wieder an eine Bahn gebunden. Und ich glaube, jeder Autoliebhaber, der hätte einfach gern was oder der wollte in seiner Kindheit damals schon etwas haben, womit du querfahren kannst und was du, vor allem als Kind hattest du vielleicht so ein Elektroauto mit so einer Fernbedienung. Aber das ging halt erstens nicht quer und zweitens war es total unhandlich. Und wenn es quer gegangen ist, dann war es noch kaputt. Die Dinger sind ein bisschen kleiner als ein Smartphone. Ein bisschen kleiner als ein Smartphone, also wie meinst du hier heute? Ja, gut. Ja. Also. Aber auf jeden Fall, also technisch und sonstiges, es geht halt mehr darum, dass es eine echte Fahrsimulation ist. Also das heißt, wie zum Beispiel, wenn du hier aufs Gas drückst, rollt der weiter, bis du wieder bremst. Wie beim echten Auto. Oder bis halt die Bewegungsenergie dann gleich null ist. Aber das ist schon, kommt schon sehr nah ans echte Auto ran. Und das ist also von der Technik her sehr gut umgesetzt. Dann habt ihr vielleicht auf unserem Racetrack gesehen, dass wir da eine Start- und Ziellinie hatten. Das Auto erkennt zum Beispiel, wenn es über diese Linie fährt. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall erkennt das Auto das, wenn du über solche Barcodes oder sowas drüber fährst. Und zählt dann zum Beispiel Runden. Es gibt dann natürlich noch verschiedene Modus, Gymkhana und sowas gibt's. Ja. Also es gibt den Rennen-Modus, es gibt den Drift und den Gymkhana-Modus. Noch dazu kommen wir eben, das ist das Schöne, die App ist kostenfrei. In der App kann man halt dann auch verschiedene Einstellungen noch tätigen. Wie stark du lenken willst, wann das Auto reagieren soll, wie du dein Bedienungsfeld haben willst und. Also du kannst da so viel einstellen, was
überhaupt mit dem Ganzen zusammenhängt. Und ich finde es krass, wie verschieden die Autos dann auch wirklich umgesetzt sind in Reaktion und so weiter. Also das ist schon respektabel, also auch was Verhalten angeht. Was auch noch sehr cool gemacht ist, man kann zum Beispiel, also mittlerweile kann man noch andere Karosserien kaufen, man kann andere Räder und sowas drauf machen, habe ich mir jetzt sagen lassen und mich da schon ein bisschen informiert. Dann natürlich kannst du auch in der App Leistungstuning zum Beispiel machen. Das ist ganz sinnvoll, man merkt es dann auch, das Auto verhält sich anders. Das sind alles so kleine Sachen, dann habt ihr gesehen, man kann Licht einschalten und sonstiges. Der Ludwig hat schon gesagt, dass da so viele Einstellmöglichkeiten sind. Und so an sich, also für, ich muss sagen, für Kleinkinder weniger, weil... Ja, ab 10, 8 bis 15, so ab 8, 10 sowas. Aber ich glaube, es ist eher so in die Richtung große Kinder. Ja. Also da kann man schon auch wirklich mal, als ich das zum Beispiel geschickt bekommen habe, ich war so hyped, ich habe schon auf das Paket gewartet. Und ich habe auch, wie im Video in diesem kleinen Film gesehen hat, habe ich auch dann bei mir zu Hause Strecken gebaut und sonstiges. Und das ist halt einfach wirklich das Schöne, du bist nicht an eine Strecke gebunden. Auf jedem glatten Untergrund kannst du das Fahrzeug bewegen, zum Beispiel auch hier auf dem Glastisch. Das geht alles so geil. Wunderbar. Ich finde, jetzt immer Asik für der Dominik gleich vor. Ich finde es halt so krass umgesetzt von der Mechanik her, wie das Auto an sich aufgebaut ist. Und wie es letzten Endes wie es halt fährt und wie es sich bewegt, das finde ich halt so geil. Weil du ja trotzdem nur die Karosse hast und alles. Und du merkst halt aber dadurch, wie das Auto so aufgebaut ist, es ist ja nicht eine starre Lenkachse vorne, sondern es ist ja an sich mittig gelagert. Also wir können es ja nachher mal gern von unten zeigen. Ich finde das von unten das gelagert, du fährst auf zwei Reifen, die auf einem Rondell sitzen und dieses Rondell bewegt sich. Und dadurch finde ich das halt verdammt krass, wenn du jetzt auf den Rennmodus umschaltest zum Beispiel, dann wird das ganze Auto starrer. Also es ist nicht bedingt so, dass du driften musst. Ich weiß nicht, ob du schnell umschalten kannst, das ist unten rechts. Ja, nee, also man merkt schon, dass das Auto einfach dann nicht mehr so quer ausbricht und sonstiges. Das ist, also normalerweise habt ihr ja immer dieses leichte Querfahren bei einer höheren Geschwindigkeit und da habt ihr einfach dann wirklich nicht dieses Querfahren, sondern es lenkt ganz normal wie ein ganz normales Auto. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Und ich finde halt die Idee dahinter, dass ich sage, ich habe ein Auto, das wo eigentlich nur zum Querfahren da ist, aber halt auch egal auf was für einem Untergrund schön fahrt, finde ich die Idee dahinter finde ich super geil und es macht halt einfach auch Spaß mit den Dingern zum Fahren. Also Dinger ist gut gesagt. Man muss halt bloß aufpassen, dass man jetzt nicht aufsteigt, deswegen Kinder ab 8, 10 sowas, weil ich sag, wenn man draufsteigt, dann ist halt gleich einmal was hier. Ja, das passiert halt bei Plastik recht schnell. Man muss aber dazu sagen, dass die Verarbeitung sehr gut ist. Ja. Also die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Man hat vom Auto her jetzt nicht das Gefühl, dass es halt schlecht produziert ist. Nein, es ist eigentlich sehr stabil. Es könnte es vielleicht überleben, wenn man draufsteigt. Ausprobieren würde ich es jetzt ungern. Ja, und wir haben das in unserem Freundeskreis, haben wir das mal ein paar Leute probieren lassen. Und die Leute, die sind so begeistert. Ja. Also die Leute finden es so geil. Und klar, alleine fahren mit einer Strecke, die man sich selber im Gang oder so baut, ist natürlich die eine Sache. Aber zu viert oder zu fünft oder sonst was Rennen zu fahren auf einer Strecke, ist dann natürlich wieder die andere Sache. Und da, wenn halt jeder im Freundeskreis tatsächlich so ein Modell oder Auto hat, dann kann ich mir da echt vorstellen, dass das richtig Gaudi ist. Da kann man bestimmt mal so einen ganzen Tag da dranhängen. Weil man baut jetzt erst die Strecken auf, wo man schon mal Spaß beieinander hat, wo jeder seine Gedanken einfließen lassen kann und dann auch rumzumgurken, also wirklich da in der Strecke dann rumzumfahren, auch mit Kollisionen oder wenn du dich dann selber wieder ärgerst, weil du irgendwo dagegen fährst, das macht halt immer Spaß. Also es ist nicht so, dass man irgendwann frustriert ist, weil man sagt, ich flieg immer bei der scheiß Kurve raus, weil dann muss ich halt langsamer machen. Da ist halt auch die Lernkurve wiederum dabei, dass ich sage, du lernst, wie du mit dem Auto dann umgehen musst mit der Handysteuerung, weil du ja nur das Handy bewegst. Und das finde ich halt an sich, die Umsetzung finde ich hammergeil vom Konzept. Genau, was halt auch sinnvoll ist, dass man hat neben der normalen Bremse, das werdet ihr alles, das Ding ist, ich will jetzt kein Tutorial machen, wie man sowas macht, das ist einfach die Handy-App, da habt ihr praktisch ein Tacho und könnt dann lenken mit der Handy-App. Habt ihr vielleicht auch mal ein Video gesehen, oder beim Best-of seht ihr dann. Und dann habt ihr eben noch die Möglichkeit, einmal die normale Bremse. Beim Making-of. Ja. Best-of.
Achso, die normale Bremse zu benutzen oder die Handbremse. Und das Auto reagiert wirklich wie beim normalen Auto. Du ziehst die Handbremse und der Arsch kommt einfach. Ja. Es ist so. Natürlich ist alles ein bisschen rutschiger dargestellt, aber ich glaube, das macht auch wirklich den Spaß aus. Weil wenn du da auf einen schönen Drift aufs Parkett legst, dann macht das schon was her. Ja. Na, also wie gesagt, ich habe am Anfang immer gesagt, der Dominik gesagt, komm, jetzt fahren wir mal in diesen... Es lacht mich nicht an, aber sobald ich gefahren bin, hat es halt dann doch Spaß gemacht. Also es ist halt dann, und deswegen auch das Video, wo ich gesagt habe, ich bin sofort dabei, weil es halt einfach dermaßen Laune macht auf die Zeit dann auch. Also auch wenn wir jetzt da gestern, wir haben ja gestern angefangen, die Strecken zu bauen und das dann mit dem, also halt mit dem Zeitungspapier dann noch rum. Und das macht einfach Laune, wenn du dann da rumkurvst und du rutscht einfach und... Entschuldigung, piepen. wurscht, ob du jetzt geradeaus weiterfährst oder nicht, mein Gott, dann drehst du um und fährst weiter, aber es macht halt einfach Laune. Und der Ludwig ist normalerweise nicht so dieser Autotyp, also wie in unserer Freundschaft, in unserem Freundeskreis haben wir relativ viele Autoleute und gut, die waren alle begeistert. Der Ludwig am Anfang jetzt nicht so, wie er schon gesagt hat, aber da musst du die Leute halt erstmal dranbringen, weißt du, die Leute denken halt, okay, irgend so ein ferngesteuertes Auto, ja, so ein Quatsch und so. Aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und dann auch, klar, kein Profi, kein Meister ist vom Himmel gefallen, damit musst du lernen zu fahren, klar, aber das musst du beim normalen Auto auch, bloß dass du hier keinen Führerschein brauchst. Und es dauert, also eine Akkuladung dauert schon, bis man es drauf hat. Das ist klar, das muss man auch sagen. Klar, es ist eine Maschine, die man halt bedient, da muss man die Bedienung lernen. Aber eine Akkuladung zum Beispiel hält gute 30 Minuten. Und die Hersteller sagen zwar, man lädt genauso schnell, wie lange man fahren kann, also 30 Minuten praktisch wieder vollladen, wenn er ganz leer war, aber ich brauche vielleicht 15, 20 Minuten zum Vollladen. Also das ist echt ganz gut. Genau. Ja, so ist es. Also Fazit von mir, auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, also ich bin auch voll davon überzeugt, weil es halt einfach Laune macht. Und auch die Umsetzung von dem ganzen Konzept ist halt einfach irgendwo, nicht irgendwo, sondern es ist im Kompletten einfach gelungen. Es ist halt so eine, wie ein Rennspiel. Bloß, dass ihr nicht vom Monitor sitzt, sondern ihr habt zwar ein Handy in der Hand, aber in der Realität passiert das, was ihr mit eurem Handy macht. Ja. Also, wenn ihr links lenkt, dann lenkt das Auto vor euch und ihr müsst nicht die ganze Zeit hier vorm Handy sitzen und da reinstarren. Nein, ihr schaut trotzdem weiter und benutzt das Handy nur als Medium, um das zu bedienen. Als Lenkrad. Und auf jeden Fall in der Videobeschreibung werde ich mal alles verlinken, was ihr dazu braucht, beziehungsweise wo ihr sowas bestellen könnt, euch mal gerne anschauen könnt. Es gibt natürlich auch noch viele YouTuber, die dieses Unboxing-Video gemacht haben. Ich bin ganz ehrlich, hat mich nicht so angetan. Genau deswegen haben wir auch gesagt, wir machen so einen Minifilm. Und jetzt wollten wir nochmal unser Fazit dazu geben, weil wenn ihr ein Unboxing sehen wollt, dann gibt es schon 100 Kanäle, die sowas gemacht haben. Erstens das und zweitens haben wir ja gesagt, wir wollen unsere Strecken selber bauen. Wir haben zuerst überlegt, wie machen wir es, ob wir es ausdruckern, wie auch immer. Wobei uns da die Papierkosten auf Dauer dann zu viel geworden waren, geschweige denn die Arbeit mit dem Drucker dann einfach zu viel war. Dann haben wir gesagt, pass auf, wir nehmen unser Klebeband, bauen das hier und es funktioniert ja auch. Und wenn ich da jetzt ausdruckt hätte, wie auch immer, oder auch im Internet haben wir geschaut, das ist jetzt die Making-of-Kamera, deswegen habe ich die jetzt hier noch im Bild. Also wir wollen den Leuten noch ein bisschen davon mitgeben. Wenn ich jetzt auch bedenke, wir haben im Internet geschaut, was für Strecken gibt und dann gibt es da Teppiche, klar, zum Ausrollen und so weiter, aber für 100 Euro... Ich finde den Reiz beim Strecken selber bauen dann doch besser, deswegen einfach das Geld war es uns jetzt nicht wert. Klar, es ist geil, wenn man eine Strecke hat, wenn ihr zum Beispiel im Kellerraum eine Platte habt und das Ding da drauf macht zum Beispiel und das stehen lassen könnt, dann ist das sinnvoll. Ansonsten gibt es ja nur Video. Also ein Video wissen wir zu 100%. Da sitzen sie im Garten draußen und fahren auf so einer Strecke. Finde ich super geil, also vom Ding her. Finde ich es echt schick gemacht. Aber ich finde es jetzt so, wenn ich so Strecken habe, wo ich sage, ich habe meine eigenen Ideen einfließen lassen und ich habe selber ein Konzept machen müssen. Wie ich da rumfahre, wie eng die Kurven sein müssen, wie breit die Strecke ist und. Finde ich bei Weitem cooler, weil du halt selber sagst, du hast die selber noch dazu inspiriert, wie auch immer, dass du sagst, wir möchten jetzt die Strecken aufbauen. Und wir haben am Anfang überlegt, wie wir es machen, und haben wir gesagt, oh, gerade und dann noch Haarnadelkurven. Und das ist uns echt gut gelungen, also keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man hat, klar, die Zeit geht dabei ein bisschen drauf, ja. Aber ich denke mal, an dem, was man dann wieder bekommt, beim Bauen oder dann halt auch beim Fahren,
das ist es wert. Also ganz ehrlich. Und genau, über andere Meinungen könnt ihr euch gerne auf anderen Kanälen informieren. Die werden euch wahrscheinlich dasselbe sagen. Und noch wichtig dazu zu sagen ist einfach, das ist jetzt eine ehrliche Meinung. Das ist jetzt nicht, weil wir die Produkte geschenkt bekommen haben, sondern es geht da einfach wirklich um eine Meinung. Und die Leute, die meinen Kanal länger verfolgen, die wissen auch, dass ich lehne so viele Deals ab oder Products, die ich testen soll. Und hier habe ich einfach aber von Haus aus gesagt, habe ich mich sogar bei der Firma gemeldet, ich will das testen, ich will das haben, weil ich es so gut fand. Und die haben mich nicht enttäuscht, auf keinen Fall. Genau, da geht nochmal ein großes Danke raus. Natürlich auch an die Leute, die heute alle im Video dabei waren, die mitgeholfen haben, das Ganze zu organisieren. Und genau, dann muss ich erstmal gucken, wie das Video danach im Schnitt überhaupt aussieht. Ja. Von mir früh scheiße, Bruder. Also wie gesagt, Making of ist in der Videobeschreibung, das wird dann auf dem anderen Kanal sein. Aber das ist schon echt, also da kriegt ihr alles mit vom Making of. Das wird lang. Ja. Gut, dann sind wir glaube ich raus, ne? Ja. Wir gehen mal zum Bierchen zwischen. Dann danken wir fürs Zuschauen. Bierchen zwischen? Hast du Wunder oder was? Natürlich. Dann können wir ja nochmal drum fahren.